Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute mal auf der Map Rush Größe 2x4. Das heißt, wir haben mal eine schnelle Runde hier, was für mich natürlich praktisch ist zum Vorproduzieren. Da es einfach nicht so lange gedauert und ich direkt danach wieder ein Video machen kann. Damit müsst ihr halt mal leben. Gestern kam eine 45 freaking Minuten Folge. Heute kommt dann halt mal eine schnellere. Wie lange die jetzt geht, das weiß ich noch nicht. Die kann natürlich auch länger hinziehen. Bezweifle ich aber bei der Map. Also ich denke, es kommt maximal so auf 7, 8 Minuten. Aber da muss man halt mal leben. Ich schätze, es wird eher weniger, weil ich bin echt gut in Rush-Maps. Rushy-Dushy-Maps. Ja, und mit Tobi und Flo bin ich auch gut in Camper-Maps. Aber in Rush-Maps destroyen wir auch eigentlich. Leider sind wir nur... Ups, Alter, was ist denn los, Tom? Du hast Schluckauf oder so. Leider sind wir nur zu dritt, was ein bisschen... zu zweit. Die Map liebe ich. Okay. Let's do this. Oh Gott. Das war mal klar, dass ich wieder in das freaking Team komme, was direkt verlässt. Mann. That's so sad. I don't know what to say. This is... I can't imagine. This is... No. You can't imagine that feeling. Mann, entweder ich komme in eine Runde, wo gehackt wird, oder ich komme in eine Runde, wo verlassen wird. Aber eigentlich wird immer in meinem Team, verlassen immer Leute das Spiel. Ha, da habe ich die Hoffnung mittlerweile längst verloren. So. Das war dumm. Da wir jetzt gerade nur zu zweit sind, werde ich das Ganze ein bisschen defensiver angehen und die Runde damit automatisch ein bisschen in die Länge ziehen. Wir sind zwar nur zu zweit, wir werden gleich aber besser equipped sein als die. Da können sie sich schon mal drauf freuen. So, unser Bett wird einmal schnicki-dicki mit Endstone zugepflastert. Zugepflastert hört sich einfach cooler an. Ja, mach einfach, ne? Warum auch nicht? Mach einfach. Gönn dir ein bisschen. So, hier kommt mein freaking Stone hin. So. Wenn du jetzt noch aufpasst, dass hier keiner kommt, bis ich den Bow habe. Das wäre optimal. Ich brauche nur noch ein freaking Gold. Komm, Gold, komm. Oha, baue ich hier alles so zu, dass man am besten gar nichts mehr sieht. Meine Güte, du. So, 6 Eisen haben wir. Bald habe ich die beste Chestplate und einen Bogen. Achtung. Mann, ich schreibe Achtung immer falsch. Ich kriege es einfach nicht hin, das richtig zu schreiben. Warum sterben die denn immer? Wie schlecht sind die blauen Leute denn? Ich töte die jetzt. Ich gehe die jetzt töten. Destroyen. Zerstören. So, 7. Bow. Let's go. Over here. Take these. And now we are going to destroy them. Ach komm, scheiß auf so ein gutes Schwert, ey. Werden die einfach mit meinem Bogen ficken. That's what we are going to do right now. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin mal gespannt. 4 Minuten geht die Folge bisher. Mal gucken, wie lange wir sie im Endeffekt ziehen werden. Jetzt kommt der spannende Moment. Haben sie einen Bogen? Ja oder nein? Ich weiß, dass sie mich schon lange gesehen haben. Ich versuche jetzt hier noch so viele wie möglich zu snaggen. Einfach hier rein zu spammen. Okay, einer weg. Zack, zack, der nächste weg. Bam. Der Destroyer ist am Werk. Okay, mach einen Abgang bitte. Danke. So, er soll schnell kommen. Ich gebe ihm gut Deckung, wenn er kommen würde. Also ich hoffe, dass ich ihm dann gut Deckung geben kann. So ist der Plan. Zack. Ich hoffe, er hat sich gerade richtig viel Eisen rausgenommen. Das wäre lustig. So. Er war am Kaufen, wurde auch wieder getötet. Junge! Wie viel Zeit? Alter... Es kann doch nicht sein Ernst sein.
Jetzt komm doch! Was macht er denn? Ich hab doch keine 2 Jahre Zeit, Alter. Ich stehe hier mit dem freaking Bow. Nein! Der soll einfach kommen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Die equippen sich doch alle wieder. Kann jetzt nicht sein Ernst sein. Gott im Himmel. Dieser Teampartner. Ich dachte, er liebt diese Map. Ach, das kann, es ist... Ach Gott. Muss man ernsthaft alles alleine machen? So langsam verliere ich echt... Ja, jetzt haben die... Nice. Genau das. Das hast du super gemacht, mein lieber Team. Hä, warum bleibt er stehen? Er ist tot. Der mit Bow ist einfach tot. Ich glaube, er laggt ein bisschen. Aber jetzt hat es sich anscheinend wieder. Komm schon. Nice. Der nächste Vollequipte ist weg. Jetzt reicht's so langsam mal. Jetzt komm doch. Kommt er da? Alter, dieser Typ. Er macht mich fertig. Wie lange soll ich die Typen denn killen, ey? Kidding me? Kidding me? Junge! Bau dir doch keinen scheiß Weg über die Luft. Ich hab die doch alle hier in Schach. Vielleicht kommst du einfach mal. Was hältst du davon? Die holen sich alle wieder Schwerter und der kriegt nichts. Der braucht Jahre. Wow. Jetzt haben die es zugebaut. Spitze. Mann. Ey, solche Leute, ne? Die kotzen mich sowas von an. Tut mir leid, ne? Aber ist halt echt so. Please go away from me. Aber anscheinend habe ich die richtige Taktik gewählt. Hier lieber mal ein bisschen... Alter. Komm. Komm. Endlich. Komm, Endloch. Ja, passiert halt mal, Boss. Es ist auch 2 gegen 4. Hässlich. Hier. Hab keine... Oh mein Gott. Ist das ein freaking Ernst? Man muss jede Scheiße hier alleine machen irgendwie, ne? Kann das? Boah, jetzt hat sie die bessere Hitbox und ich habe trotzdem noch die gekriegt, ey. So, vielleicht macht er jetzt mal seinen Job als Teampartner, hm? Was hältst du davon? Ah, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich rede mich schon in der Runde hier richtig auf, obwohl die eigentlich ganz gut am Laufen ist. Ganz gut am Laufen ist. Läuft bei dir, Torben? Läuft bei dir so ein bisschen? So, vielleicht holt er sich die jetzt mal. Der Sack. Was hält er denn davon? Hm? So, wir gönnen uns jetzt hier. Ich hoffe, das war eine richtige Entscheidung, wenn wir nicht mehr getötet werden. Upsala. Zack. So, dann hier noch so ein bisschen shitty Lederrüstung. Schade, dass... ja, aber wenn er halt nicht kommt, dann muss man halt mal irgendwann handeln. Der ist mir einfach so auf den Sack gegangen, dass ich irgendwann halt handeln musste. Dann habe ich es alleine gemacht. Tut mir leid. Wow, er hat einen. Wow. Wow. GG. Upsala. GG nochmal. Ja, GG. Hier, Ausrufezeichen. Du chattest zu schnell. Alles klar. GG. War doch eine schöne Runde, Leute. 9 Minuten lang immerhin. Also so schnell ging es nicht. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Wertung da. Hier gibt es keine besondere Like-Begrenzung, die wir erreichen wollen. Ach, sagen wir mal 100. Komm, 100 Likes schaffen wir für diese schöne kleine Rush-Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst also einen Daumen hoch da. Wir freuen uns über jede positive Wertung. 100 ist hier das Ziel. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt und auch morgen wieder eine Nachricht bekommen wollt, wenn das nächste Video hochgeladen wird, dann abonniert uns doch gerne. Das ist kostenlos und ihr bekommt immer eine schöne kleine Nachricht. So verpasst ihr garantiert nichts mehr. Das hat sich wie so ein Werbespruch angehört, ne? Also, falls ihr Bock habt zu abonnieren, dann tut das. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder oder beim nächsten Mal, wenn wir halt irgendwann mal wieder bei Bad Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein und ciao.